Moin moin lieben Freunde, herzlich willkommen zurück bei Formel 1 2017 in Abu Dhabi mit dem Virus. Hallöche Freunde, grüß euch. Wir nähern uns dem Saisonende auf dem Yas Marina Circuit. Das letzte Rennen der Saison. Genau. Jetzt nochmal alles geben, den Weltmeistertitel schön nach Hause holen. Konstrukteur, weiß ich nicht, ob wir ihn kriegen, das muss ich erst sehen nachher. Dann starten wir doch mal direkt ins Training. Sieht natürlich schön aus hier auf dem Bild. Auch in echt. Ja. Hammerstrecke. Ganz toll. Ja. So, Sonne im Training. Einen Mond im Qualifying. Und bewölkter Mond im Rennen. Das heißt, das ist ein Nachtrennen. Oh weia. Finde ich aber gut. War was anderes jetzt noch auf den das letzte Rennen in der Saison, von der Saison. Da wird's dann noch mal dunkel. Ach du Scheiße, ist das eine eckige Strecke, ey. Ja, das auf jeden Fall. Ah, die Box. Oh. Aber es ist eine einfache Strecke. Du bist einfach, du mich auch, ey. Ja, ist so. Die haben wir doch schon mal bei Grid Autosport oder was gehabt, ne? Erinnert mich so ein bisschen wieder daran. Jetzt weiß ich, welche Strecke das ist. Nur halt ohne Boxenein- und Ausfahrt. Und ich glaube, die Streckenführung ist ein bisschen anders, ja. Hier ist dann halt die Frage, nimmt man lieber das Kurwege-Setup oder lieber das andere? Ist eine ziemlich kurze Strecke so gesehen. Da müssen wir schon wieder 18 Runden haben oder so. Ja. Ja, wollen wir mal gucken, was zeittechnisch hier so geht. Oh cool, auf den Leinwänden, die hier rundherum stehen, kann man sich dann beim Fahren sehen. Ach Mann! Ja, komm, dann dreh die nochmal rum! Kann man nicht irgendwas laufen wie Ficken? Ach, wo will ich denn hin? Weiß ich nicht. Da ist keine Box. Wofür baut ihr denn so einen Quatsch hier? Ich dachte, wo will er denn hin? Ja, in den Boxen. Wie sitzen die hier so? Hatte ich eben erst auch gedacht, dass die das wäre, aber nee. Wäre ein wenig früh. Zu früh gebremst.
Hier ist die Boxeneinfahrt. Boxenstopp. Aber sicher das. Ja, und am Ende der langen Geraden muss man echt aufpassen, dass man nicht übers Ziel hinausschießt. Scheiße, dass der Frontflügel jetzt, der mir gerade hier ist das Schild. Ich wollte jetzt wenigstens mal eben eine Zeit haben. Ja, wenn nicht schlecht. Habe ich mir gemacht. Ich hatte 21 Sekunden Dingens, Alter, habe mich auf den dritten gemacht, jetzt gleich in die Box. Ja, gut. Das ist doch super. Ich glaube, ich bleibe auch so. Ich werde gar keine Runde mehr fahren. Dauert zu lange jetzt. Diesmal kein Reifen wechseln und nochmal. Oder Massa ist noch im zweiten. Mit SS-Reifen. Mit Supersoft. Ja, dritter. Bottas ist der zweite. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Oha. Das kommt davon, liebe Kinder, wenn man zu viel abkürzen will. Hoffentlich machst du das gleich nicht so im Qualifying. Oh ja, hoffentlich doch. Strafe muss sein. Kommt der Virus auch rein? Läuft. So. Haben wir dieses. Guck mal, der hat aber auch einen Zinken, der mich gerade reinschiebt. Ey, boah, heftig. Was du nicht achtest. Der mal nicht neben Luft zieht, Alter, mit seinem Windkanal da. Ah. Der Kerl weiß, wie ein Formel 1 Wagen das macht. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 48,6. Ja, gut, Camillo, ich würde sagen, oder nicht, oder was? Jo. Ja. Wenn du soweit bist, bin ich.
Gut, dann würde ich sagen, meine Freunde, wir sehen uns nachher vom Abu Dhabi im Qualifying. Bis nachher. So Leute, haut rein. Ciao mit V.